Seid grüßt alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Einfachen Glitches. Und zwar zeigen wir heute euch Command & Conquer. Und diesmal nicht nur ein Command & Conquer, sondern zwei. Interessanterweise gibt es den Build Anywhere Glitch, nämlich sowohl bei Alarmstufe Rot 2, sowie auch bei Tiberium Sun. Hierzu müsst ihr einfach nur das Spiel starten und wie gewohnt spielen und dann geht es auch schon los. Zunächst müsst ihr ein Gebäude in der Warteschlange haben. Sobald das Gebäude fertig ist, drückt ihr einmal drauf und drückt auf eins der Icons darüber. Dann hält ihr die linke Taste gedrückt auf dem Icon und geht dann auf den Platz, wo ihr dieses Gebäude platzieren wollt. Alles, was ihr dann noch machen müsst, ist die rechte Maustaste gedrückt halten und die linke Taste loslassen. Was dann passiert, ist quasi, dass der Check, wo ihr das Gebäude platzieren könnt, entfällt und ihr damit das Gebäude, egal wo ihr wollt, hinplatzieren könnt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch im sogenannten Nebel des Krieges einsetzen. Da ist es nur wichtig, dass ihr wisst, wo ihr das platziert und dass es kein unebenes Terrain ist. Sollte das nämlich der Fall sein oder sollte ein anderes Gebäude dort sein, wird dann natürlich dieses Gebäude nicht platziert, denn auch wenn dieser Check quasi übersprungen wird, muss trotzdem dieses Gebiet frei sein. Interessanterweise gibt es dafür noch eine Alternative, um diesen Glitch auszuführen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist quasi einmal aus dem Spiel rauszutappen. Wie das funktioniert, ist quasi ähnlich. Ihr habt euer Gebäude in der Queue. Sobald das dann fertig ist, drückt ihr drauf. Und dann, ohne dass ihr das auf irgendein Feld platziert, geht ihr aus dem Spiel raus. Dann geht ihr quasi in das Spiel, während es noch inaktiv ist, und wählt das Gebäude aus, wo ihr das gerne platzieren wollt. Alles, was ihr dann machen müsst, ist einmal draufklicken, dann wird dieser Check übersprungen und das Gebäude wird auch dementsprechend platziert. Und das war's dann auch schon. Das waren schon alle Tricks, die es in Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 und Tiberium Sun gibt. Dieses Spiel ist nicht sehr glitch-heavy, muss es aber auch nicht, denn mit dem Build Anywhere Glitch können wir schon sehr viel kaputt machen und vor allem sehr schnell sein. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Falls ja, lasst den Daumen hoch und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüdelü!